Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Smart 10. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Smart 10. Der eine oder andere weiß Bescheid. Smart 10 aus meiner Sicht eines der besten Quiz- und Rätselspiele überhaupt. Sehr erfolgreich und die Autoren sind Arno Steinwender und Christoph Reiser. Das Ganze ist erschienen bei Piatnik und ist schon eine gewisse Erfolgsstory, was dieses Quizspiel vorweisen kann. Auch quasi eine eigene Sendung ORF. Ich wünsche mir ja immer noch im deutschen Fernsehen auch so eine Sendung, weil dieses Quizspiel ist einfach beliebt. Ich werde noch ein bisschen was dazu sagen, weil der eine oder andere wird sagen, ist ja die Österreich-Edition, gibt es da denn noch was anderes, wenn ihr dieses Quizspiel noch nicht kennt? Ich habe es euch in Vergangenheit gezeigt, hier seht ihr übrigens nochmal das Spiel, die in der Österreich-Ausgabe, aber die anderen Editionen, die habe ich euch auch schon zigmal gezeigt, empfohlen, und wenn der Karton schon leichte Beschädigungen aufweist, dann ist es ja schon mal ganz gut. Das bedeutet nämlich das Spiel, und das wird auch bei uns regelmäßig genutzt, Smart 10, hier in einer Familienversion. Es gibt das Ganze auch für die Fans rund um Harry Potter, wir sind große Fans, das heißt, das gibt es auch hier, und es gibt etliche weitere Editionen mit Food and Drink und so weiter, History, Fragen, natürlich neue Fragen, Travel, Reisebereich, Entertainment, also da ist auf jeden Fall einiges geboten. Und jetzt gibt es, wie gesagt, das Ganze auch in einer Edition für Österreich. Na, was macht man in diesem Spiel? Es sind ja durchaus ein paar Neulinge, die jetzt nicht jedes Video schauen. Es wird ja auch schon sehr viel veröffentlicht, also pickt euch das immer raus, was euch interessiert. Altersangabe steht auf der Seite ab 12 Jahren. Das liegt oftmals an der Schwierigkeit der Fragen. Das Gerät habe ich hier. Ich werde es euch gleich auch demonstrieren und zeigen. Und die Spieleranzahl wird angezeigt mit 2 bis 8 Personen. Das könnt ihr aber wirklich auch mit größeren Runden, notfalls auch zu 10 spielen, und spielt ihr einfach in Teams. 20 Minuten Spielzeit, und so sieht das Ganze dann aus. Und in dieser Verpackung befindet sich dann etwas kleiner dieses Gerät, natürlich auch ein bisschen geschützt durch die Kartonage. Das befindet sich hier drin. Und da befinden sich alle Fragen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgemacht, um das euch zu zeigen. Das wird hier auf der Seite geöffnet und da habt ihr die Karten parat. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid oder das irgendwo mitnehmen wollt, ihr braucht nur das, da fällt auch nichts raus, das ist alles fest verschlossen, da sind die einzelnen Chips dabei und der Punktezähler, der ist jeweils hier oben auch nochmal angezeigt, natürlich auch für die jeweiligen Mitspieler. Das ist super gemacht, weil das Gerät gibt man immer weiter. Und bei diesem Spiel gibt es natürlich unterschiedliche Fragen zu beantworten. Die Anleitung ist kurz und knackig beraten, ihr merkt, auf einer Seite, da gibt es Bereiche mit wahr und falsch, es geht um Zahlen, es geht um Reihenfolge, es geht um Jahrhunderte, es geht um Farben und Sonstiges, nennt man es so in der Anleitung. Aber was gibt es denn für Fragen? Naja, wir haben die Edition für Österreich. Ich bin jetzt kein Experte. Nach Wien wollen wir immer mal noch wieder, oder immer mal, immer noch, also früher oder später werden wir da auch mal nach Wien fahren. Aber Österreich hat natürlich mehr zu bieten und wunderschöne Landschaft und wunderschöne Fragen, attraktive Fragen. Weil hier seid ihr vielleicht gefragt, weil das ist schon fast ein Tick zu schwer. Ich lese erstmal die Frage vor, stammt aus Österreich. So, wie läuft das Spiel ab? Ich zeige euch gleich die Antworten. Wenn eine Person dran ist, dann schaut sie im Prinzip auf diese Antworten und muss einen Chip rausziehen. Stimmt der, dann ist es schon mal gut, weil dann gibt man das Gerät dann weiter. Wenn man dann wieder an der Reihe ist und hat diesen Chip vor sich, weil man schon eine korrekte Frage beantwortet hat, dann ist die Frage, höre ich auf oder mache ich weiter? Wenn ich aufhöre, dann kann ich mir hier die Punkte notieren. Aber manchmal bin ich gierig und möchte natürlich noch weitere Fragen lösen und dadurch an weitere Chips gelangen. Und das hängt natürlich von euch ab. Das ist das ganze Spiel. Auch nochmal in der Anleitung kurz und knackig dargestellt, aber es geht darum, die Antworten zu finden. Ich habe es gesagt, stammt aus Österreich. Ich gebe euch jetzt noch mal ein bisschen Zeit. Dann könnt ihr auch mal noch auf die Fragen, beziehungsweise nicht auf die Frage, auf die Antworten schauen. Ich hoffe, man sieht es und es blendet auch nicht. Das heißt, hier habt ihr die möglichen Antworten. Ich habe jetzt einfach eine beliebige Frage mal genommen. Das heißt, es gibt natürlich bei weitem mehr. Ich habe es ja vorhin gesagt, 200 Fragen, 2000 Antworten sind hier dabei. Vorder- und Rückseite hat also einiges zu bieten. So, jetzt schaue ich auch mal drauf. Wen haben wir denn da?
Okay, man merkt, ich kenne mich aus. Aber Ludwig van Beethoven, das war, glaube ich, schon der Bereich, der nicht aus Österreich stammt. Und das wird mit einem X markiert. Also der Jörg lag da schon mal komplett falsch. Ich war mir eigentlich sicher, Ludwig van Beethoven. Dann haben wir hier den Josef Lanner. Da ist ein Häkchen dabei. Und ihr seht, super einfach gemacht. Perfekt, um schnell loszulegen. Und die Chips, die macht ihr dann quasi einfach wieder hier rein. Und die halten auch super. Also die Qualität ist absolut top. Was gibt es denn noch für Fragen? Ich habe ein paar einfach aussortiert, ohne jetzt aber euch die Lösung zu nehmen. Liegt im Bundesland Kärnten? Das fällt mir natürlich richtig schwer. Farkassee, Weißensee, Brenner Basistunnel, Kahlenberg. Trifft diese Bezeichnung auf Sigmund Freud zu? Mathematiker, Arzt, Logotherapeut und so weiter. Oder hier, wie lautet der Vorname dieser Person? Musik, Cornelius, Steinbecker, Hirsch, Stürmer und so weiter. Welchem Bundesland wird diese Sage zugeordnet? Das wallische Mandl, die saaligen Fräulein, ja, man merkt, es wird Zeit, ich muss nach Österreich, der Basilik und so weiter. Oder hier ist ein Verein der Handballliga Austria, Bregenz Handball, Fivers Währing, SG Handball Stockerau, Margaretenfüchse, HSG Holding Graz. Oder hier ist ein Bauwerk an der Wiener Ringstraße. Orten die Städte nach ihrer Entfernung in Luftlinie zu Wien, Klosterneuburg, Eisenstadt und so weiter. Also da habt ihr wirklich einiges, was man hier präsentiert bekommt und natürlich ideal für Österreich. So, ich hoffe, jetzt kommt jedes Jahr, jedes halbe Jahr noch das nächste Land hinzu. Kann auch ein bisschen exotisch sein, ich kann mir das durchaus vorstellen. Aber wenn ich hier schon ein paar Hinweise machen, geben darf, und ich denke, je nachdem, schaut auch der ein oder andere aus der Redaktion von Piatnik zu, eine Kinderversion wäre auch richtig schön. Ich kann mir vorstellen, auch durchaus eine Version nur für Kinder rauszubringen, vielleicht aus der Märchenwelt etc. Da gibt es ja so viel Film und Fernsehen und so weiter. Das ist ein Film, Fernsehen, aber der Bereich Kinder, Kinderfragen kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht aus den Bereichen der Natur beispielsweise als Lernhilfe, als Lernunterstützung, vielleicht sogar als Lernspiel. Ich glaube, da hat man noch so, ich habe so viele Ideen. Ich glaube, da hat man wirklich noch einiges an Potenzial, was man da ausschöpfen kann. Man muss natürlich immer schauen, was die Fragen und die korrekten Antworten nach angeht, dass da alles soweit passt. Aber ansonsten, liebe Österreicher, viele Grüße jetzt mal auch an dieser Stelle, euch direkt. Ich glaube, da habt ihr ein tolles Spiel für euch, ein tolles Quizspiel. Und das wird sicherlich viele andere Quizspiele bei euch im Haushalt ablösen, weil dieses Spiel, das ist nach wie vor eine Empfehlung und ich glaube, ich werde es noch in ein paar Jahren immer empfehlen. Es sei denn, es kommt da irgendwas Neues, Innovatives, Cooles, was vielleicht dieses Gerät und diese Zusammenhänge, diese Spielweise schlägt. Schauen wir einfach mal. Ansonsten, wenn ihr es euch holen wollt, schaut je nachdem beim Händler vor Ort, bestellt über die unten genannten Links. Ich weiß gar nicht, wie das in Österreich ist, ob es da auch die eine oder andere Möglichkeit gibt. Es schauen auch viele aus Österreich zu. Viele Grüße jetzt nochmal an alle Fans, Unterstützer etc., die aus Österreich sind. Auch mal speziell an euch gerichtet. Ihr dürft gerne kommentieren. Wie sieht denn bei euch die Spielelandschaft aus? Was geht da ab und gibt es überhaupt noch alles? Gibt es Messen? Früher gab es ja in Wien die große Messe. Ich weiß, es gibt den Preis, über den habe ich zuletzt berichtet, aber ich freue mich auf jeden Fall über viele Rückinfos, je nachdem von euch oder natürlich auch von anderen. Ja, das war's zu allen Informationen zu Smartern. Wieder ein weiteres Spiel, heute mit der Österreich-Edition. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.